Hi, heute grüße ich euch von der Bornia-Wiese. Ich bin Anna und das ist wieder eine Minute WOT. Die Vorbereitungen für den Weltjugendtag 2016 haben schon vor Monaten begonnen. Es steht aber immer noch viel auf dem Plan. Eine der Sachen, die die Arbeiter immer noch beschäftigt, ist der Aufbau der zwei Hauptbühnen für die Veranstaltung mit Papst Franziskus. Die Altäre, die sich an den Orten der Hauptveranstaltung befinden, also hier auf der Bornia-Wiese und auf Campus Misericordia in Velička, werden einfach gestaltet sein. Die Stufen direkt vor dem Altar werden auch der Inszenierung der Veranstaltung dienen. Sie werden mit Grafikelementen in Form von Barmherzigkeitsstrahlen geschmückt sein. Ein zusätzliches Element werden die Musikbühnen für das Orchester und den Chor sein, die auch der Platz für Musikvorstellungen während des Weltjugendtages sein werden. Das Projekt wurde von den Architekten Stanisław Niemczyk erarbeitet. Alle Elemente des Altars knüpfen an das Thema der Barmherzigkeit an. Es wird also nicht an dem Bild des barmherzigen Jesus und an den Bildern der Aposteln der Barmherzigkeit, dem heiligen Johannes Paul II. Und der heiligen Schwester Faustina fehlen. Von Dienstag bis Freitag werden die Hauptveranstaltungen des Weltjugendtages auf der Bornia-Wiese, ein paar Minuten von dem Stadtzentrum entfernt, stattfinden. Der Altar wird hier kleiner als der auf Campus Misericordia sein, aber die Optik basiert auf dem gleichen Projekt. Es wird dort eine große Fläche für die Eröffnungsmesse, das Papstwillkommen und den traditionellen Kreuzweg, den Papst Franziskus am Freitag halten wird, gebaut. Der Altar wird 1700 Quadratmeter mit einem Kreuz von 30 Meter Höhe haben. Am Samstag werden alle Pilger zum Campus Misericordia, ca. 12 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, laufen. Das ist der Ort der Vigilfeier mit dem Heiligen Vater. Dort werden sie einen anderen Altar mit 4 Ebenen, Bildern der Weltjugendtagspatron und einer großen Grafik des barmherzigen Jesus finden. Die Konstruktion wird 6200 Quadratmeter haben. Auf dem gleichen Altar wird die Aussendungsmesse zelebriert und Papst Franziskus wird verkünden, welche Stadt der nächste Gastgeber des Weltjugendtages sein wird. Außerdem wurde das komplette Besuchsprogramm von Papst Franziskus in Polen letzte Woche veröffentlicht. Also schaut unbedingt auf unsere Website. Das war eine Minute WOT. Bitte betet weiterhin für uns. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!